Liebe Anlegerinnen und Anleger, US-Aktien sind immer einen Blick wert, in diesen Tagen aber besonders spannend. Zum einen aufgrund des Zahlenwerks, das in den USA vorgelegt wird. Das ist natürlich immer spannend für alle, die den Markt beobachten. Und dann das Thema Inflation, wie geht es weiter bei der Fed? Und das Thema künstliche Intelligenz steht momentan insbesondere im Fokus. Also Zeit für einen erneuten Rundumschlag mit Roland Hirschmüller, unserem Experten hier vom Parkett. Roland, schön, dass du da bist. Und wir starten gleich mit dem Thema der Stunde. Künstliche Intelligenz, die Aktien werden rege gehandelt bei euch. Was passiert da alles? Ja, es ist ja in der Presse, es ist in aller Munde momentan. Seit Microsoft kräftig investiert hat, man muss sagen, nochmal investiert hat in ChatGPT, sozusagen das Programm, das OpenAI entwickelt hat. Und hier sollen Anfragen, Suchanfragen, Antworten auf Themen, die man stellt, wesentlich genauer gegeben werden. Ganze Texte können damit geschrieben werden. Und das hat das Zeug, tatsächlich hier auch die Arbeitswelt am Ende des Tages zu verändern. Und wie gesagt, OpenAI ist momentan führend und Microsoft darin investiert. Aber andere Firmen drängen natürlich auch in diesen Markt und sehen sich jetzt teilweise genötigt, hier auch nachzuziehen. Und gestern Abend kam genau die Meldung, Google hat ebenfalls ein Programm Lambda, das jetzt auch gelauncht werden soll. Und hier soll noch viel, viel mehr künstliche Intelligenz drinstecken. Das soll noch besser sein, das Programm. Wir werden es sehen. Google hat bereits angekündigt, dass es in die Suchfunktionen mit integriert werden soll. Und die Chinesen, die dürfen hier natürlich auch nicht fehlen. Auch in China ist man an der Entwicklung daran ganz, ganz stark beteiligt. Baidu, der Internetkonzern in China, hat heute Nacht bekannt gegeben, dass sie auch an diesem künstlichen Intelligenzprogramm, an einem Sprachprogramm arbeiten werden. Also wir dürfen gespannt sein, wie gesagt, die ersten Erfahrungen, die vielleicht auch schon der ein oder andere Zuschauer hier mit ChatGPT gesammelt hat, dass man sich auch herunterladen kann, was es angeht, Texte schreiben, Antworten geben. Es ist wirklich faszinierend und hier aufbauend, wie gesagt, die anderen Firmen sind dran und das sind natürlich ganz, ganz großen Tech-Firmen. Google, von Facebook spricht man noch. Und ich denke, da werden wir in nächster Zeit noch viele, viele Entwicklungen sehen, die auch die Arbeitswelt des Einzelnen drastisch verändern können. Und die Aktien werden rege gehandelt bei euch. Also die Anleger haben das Thema für sich entdeckt und hoffen natürlich, dass die eine oder andere Aktie da jetzt ein bisschen Rückenwind bekommt, oder? Ja, wir haben hier eine ganz, ganz prominente Aktie in Amerika an der New York Stock Exchange gehandelt. Ja, tatsächlich AI heißt die Company, hat dieses Jahr tatsächlich schon 150% zugelegt. Also da ist man schon kräftig aufgesprungen. Wie man das Ganze kommerziell am Ende des Tages ausbeuten kann, wie man daraus auch tatsächlich Geld kreieren kann, das ist natürlich die ganz, ganz große Frage. Zunächst verschlingt es eine Unmenge Geld. Man spricht davon, Microsoft in der zweiten Finanzierungsrunde, dass sie mehrere Milliarden nochmal auf den Tisch gelegt haben. Das können sich wirklich natürlich nur die ganz, ganz großen Firmen leisten mit einem langen Atem. Und wenn man bedenkt, Google scheint seit 2016 daran zu forschen, was hier natürlich Manpower und Wissen und Geld hineingeflossen ist, das darf man natürlich nicht vergessen. Aber wenn es am Ende des Tages natürlich beim Nutzer ankommt und wenn man entsprechend dann auch bessere Suchergebnisse finden kann, dann kann es sich über natürlich Werbung schon finanzieren. Aber man braucht mit Sicherheit einen langen Atem und plus 150% in den wenigen Wochen, in den 5 Wochen, die das Börsenjahr hat, das ist schon eine Hausnummer. Also eine spannende Geschichte. Wir bleiben natürlich an dem Thema dran, aber ich finde auch das gesamte Umfeld in den USA spannend. Jetzt haben wir quasi auch den Blick in den Rückspiegel gehabt. Die Zahlen wurden werden in diesen Tagen vorgelegt. Viele Unternehmen waren schon aktiv. Wie sieht es aus mit dem Zahlenwerk? Wie sieht es aus mit dem Ausblick? Inwieweit haben die vielen Probleme der letzten Monate sich hier bemerkbar gemacht? Ja, man muss sagen, die Zahlen, die wir gesehen haben, das ist ja alles Vergangenheit, der Rückblick. Und da kommt es ja immer darauf an, ja, werden die Schätzungen getroffen, werden sie nicht getroffen? Und man muss sagen, ja, die großen Tech-Konzerne, wenn man von denen ausgeht, die großen Werte des S&P 500, sie haben abgeliefert, sie haben ordentliche Zahlen abgeliefert. Man wusste im Vorfeld, es wird schwierig und jeder hat natürlich geschaut, wagen Sie eine Prognose für das laufende Quartal, für den Rest des Jahres? Und das war bei den meisten Unternehmen, muss man tatsächlich sagen, dann schon der Mollton. Chip-Unternehmen, ob eine Nvidia, ob eine AMD, sehen schwierige Zeiten. Es sind immer wieder dieselben Themen, Unsicherheiten, Konsumentenverhalten. Aber nichtsdestotrotz vor diesem Hintergrund, der Markt hat sich fantastisch geschlagen. Ein Nasdaq dieses Jahr 13% besser, ein S&P 7% besser. Das sind Zahlen, das sind Zuwächse, die hätte so vor 5 Wochen noch keiner vorausgesagt. Und insofern sieht man ganz, ganz klar, der Markt, der hat dieses negative Umfeld bereits eingepreist. Vielleicht schon wieder eine Spur zu optimistisch, weil wenn man sich das Zinsumfeld anschaut, das wir auch haben, und die ganze Liste von Sorgen, die man noch aufzählen könnte,
Da ist natürlich schon jetzt auch im Markt viel Goodwill eingepreist, aber es sieht wirklich so aus, dass die Anleger wieder bereit sind, Risiken zu nehmen, wieder genau diese Tech-Aktien kaufen, diese Zukunft kaufen. Und auch immer ein guter Indikator an dieser Stelle ist natürlich auch immer ein Bitcoin, die Kryptowährungen. Auch die haben dieses Jahr ganz, ganz ordentlich performt. Ja, über den Jahresstart möchten wir auch gar nicht motzen. So könnte es eigentlich so schön weitergehen. Aber das Thema Inflation, Fed hast du schon angesprochen. Das sind, glaube ich, die Themen, die ohnehin dieses Jahr so ein bisschen ja, die Richtung vorgeben werden. Wie geht es weiter? Gibt es schon die erste Zinssenkung oder wie weit geht der Zinserhöhungszyklus? Jetzt gab es Arbeitsmarktdaten, die waren überraschend gut. Eigentlich könnte man sich freuen, gutes Signal für die Wirtschaft. Aber die ersten sagen schon wieder, okay, wenn die Arbeitsplätze so sicher sind, dann werden die Menschen weiterhin konsumieren. Dann wird die Inflation so schnell nicht runtergehen in den USA. Was sind denn so ein bisschen deine Erwartungen an Inflation und Fed? Ja, es ist wirklich verrückt. Die Arbeitsmarktdaten, die wir hier gesehen haben, haben dazu geführt, dass die Arbeitslosenrate in Amerika auf 3,4% gesunken ist. Und das ist sage und schreibe der tiefste Stand seit 1969 wohlgemerkt. Und wenn man sich das anschaut, plus 500.000, mehr als 500.000 neu geschaffene Stellen war unfassbar von den Erwartungen entfernt. Also so eine große Differenz zwischen Erwartungen und tatsächlich Gelieferten haben wir Jahre nicht gesehen und das ist äußerst ungewöhnlich. Und wenn man in die Zahlen genauer hereinschaut, es ist auch ungewöhnlich, selbst in dem Bereich IT, Informatik, also Google, Microsoft, die ganzen Big Names haben Stellenstreichungen angekündigt. Trotzdem hat es in diesem Bereich in anderen Firmen Stellenzuwächse gegeben. Es wird nur die Frage bleiben, die gut bezahlten Jobs bei Microsoft, Google für die letztendlich für die Arbeitnehmer, die ja dort gut bezahlte Jobs hatten, die dort Versicherungen haben, was machen die nun? Gehen sie in schlechter bezahlte Job? Wäre natürlich schlecht für das Konsumklima, schlecht für die Ausgaben. Und man muss ganz klar sagen, die FED, sie hatte auf ihrer letzten Sitzung gesagt, ja, wir haben noch einen langen Weg zu gehen, bis wir am Ende des Tages Richtung 2% Inflation kommen. In Amerika ist ja etwas anders. Die FED ist zuständig für den Arbeitsmarkt und für die Inflation. Beim Arbeitsmarkt, der ist eher heiß gelaufen. Die Inflation, sie muss noch runterkommen. Und nach diesen Arbeitsmarktdaten, muss man sagen, ist ein bisschen mehr die Erwartung durchgekommen, dass vielleicht noch zwei Zinsschrittchen kommen könnten. Keine Zinssenkung mehr am Ende. Und der Bondmarkt hat entsprechend darauf reagiert. Bei den 10-jährigen Anleihen sind wir jetzt wieder bei 3,60, 3,70 angekommen. Vielleicht steht die 4 noch demnächst. Und das könnte natürlich der Klotz sein, der den Aktienmarkt hier etwas bremst. Also insofern, es ist sehr, sehr spannend. Und es gilt der alte Spruch, never fight the Fed. Und ich glaube, die Fed ist stand jetzt nicht bereit, so schnell von die Zinsen zu senken. Also und wir bleiben an dem Thema dran, weil ich glaube, die Zinsentwicklung, die gibt wirklich die Richtung in diesem Jahr vor. Also Inflation anschauen, Zinsen, die Unternehmen werden entsprechend reagieren. Das könnte den einen oder anderen Dämpfer geben, aber wir sind erstmal mit Volldampf quasi ins neue Jahr gestartet. Definitiv. Insofern, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mal wieder ein Rundumschlag, ein Blick auf die aktuellen Themen hier direkt vom Parkett. Roland, ganz herzlichen Dank für die Einschätzung. Sehr schön.